So, meine lieben Freunde von Facebook und nah und fern, jetzt zeige ich euch ein Schauspiel. Ich bin jetzt live drauf. Stehen da neben die Pösel hinter dem Wildensteiner Wasserfall. Vorher hat es ihn von vorne gesehen, jetzt sehe ich ihn von hinten. Komm gleich her, es wird spannend, gell? Oh, du musst da aufpassen, das ist logisch. Da schaut es jetzt einmal an, ich fange einmal jetzt von unten an. Hinterhalt. Schießt so oben raus. Oh Mann. Das ist ein richtiges Naturschauspiel. Der Wildensteiner Wasserfall. Ja, jetzt bin ich mal hinten. Wasserfall. Vorher war ich vorne, dort drüben. Dann gehen wir wieder schön langsam, ganz sicher um ihn noch, weil man muss schon aufpassen. Da, weil wenn du da unten bist, seht ihr, was da oben kommt. Sehr viel Wasser. Lass euch alle schön grüßen heute zum Feiertag von Leichnam. Der 3. Juni stehe ich hier da. Super, sehr schön. Ich gehe da hinter den Felsen. Ich habe da gerade so eine schwarze Schnecke gesehen. Aber so schwarz, da oben am Wildensteiner Wasserfall. So kreuz. Habt ihr es gesehen, gell? So, schwenke ich einmal noch mal um. Da staubt es auch, weißt du, feucht und frisch. Und war es uns schon so warm? Wir haben 800 Meter vor der von einem Parkplatz Wildenstein Gasthaus, ein gutes Gasthaus gehabt. Da haben wir sie gesehen. Da schaut es euch die Bösen an. So, okay, jetzt noch vierer, dann habe ich euch alles gezeigt da. Dann haben wir noch da für den Felswein da. Das ist ein Phänomen da. Und da vom Berg raus. 54 Meter oben, ja. Na schau, da ist der Holzbock. Da ist ein Gebilde. Oh, also dann. Sag ich danke. Da schaut es noch einmal auf, weil jetzt höre ich auf. Das ist auch, der, was da wirklich ist, echt ein Erlebnis. Du gehst also 20 Minuten auf vom Gasthof unten, wo wir steigen beim Parkplatz. Genau. Da tropft es schon durch, aber da zeige ich es euch noch. Ja, dann höre ich auch. Sage danke fürs Zuschauen. Liebe Grüße hier vom Wildensteiner Wasserfall. Hier in Unterkärnten, Südkärnten darunter. In der Nähe von Eisenkappel. Tschüss, viert euch.